Ich bin halt hier jetzt noch mit den Schwimmutensilien beschäftigt, die ich brauche. Brauche ich noch 3 Glibber und dort 5 und 8. Und nochmal eine leere Flasche. Sind 4, dazu sind 12 Glibber. Nee, wir müssen unter Wasser dann nochmal Seetang farmen. Aber das würde ich sogar am Tage machen. So, brennt tut alles. Hier ist noch ein Glibber drin. Warum ist in der Erzkiste Glibber? Und Mangos. Was? Mangos sind nicht von mir, der Glibber ist von mir. Weil ich nicht weiß, wo das ist. Auch Glibber. Glibber dort, wo Leaves mit drin sind. Und Erde, Mach mal die Erde rein. Keine Ahnung, ich hab sie da erstmal reingemacht. Also wir können weiter, ich hab den. Ja, ja, Moment. Erde können wir hier mit reinmachen. Glibber ist eigentlich immer da, wo die Leaves mit drin sind. Warum ist dort Holz drin? Hä? Holz ist doch hier vorne. Irgendeiner bringt hier alles durcheinander. Da, go. Das letzte Mal war Holz bei den Leaves drin, oder wo? Nein, in der Mittelkiste ist Holz. Also. Ey, da ist Tierzeug nicht, Holz. Nee, unten die Reihe war immer Holz drinne. Ja, aber da ist noch Tierzeug, was keinen Sinn ergibt. Ist ja, naja, es ist einfach jetzt so, wir haben halt nicht so viel Platz. Hier ist dann dein Fernglas drinne. Das. Eine leere Flasche. Wow. Hast du das mal aufgesetzt? Nein. Mach mal. Das ist ja absoluter Schrott. Nichts gegen dich. Danke fürs Bauen, aber. Da zoomt nicht mal 0,5% dran. Doch. Nutz mal das Mausrad. Da hast du einen ordentlichen Zoom. Ach so. Oh. Ich hab dafür nur angezogen. Du, der Nico hat sich damals eins gecraftet. Ich hatte auch noch nie eins. Also wollen wir weiter? Wir müssen unter Wasser noch Seetang ernten. Okay, dann kümmere ich mich um die täglichen Aufgaben hier. Ich brauche erst Schwimmutensilien. Vorher kann ich auch nichts anderes machen. Hey, warum? Allein unter unserem Boot ist doch das ganz normale schon mal. Nee, da war ich schon gucken. Da hängt keins dran. So, das habe ich jetzt hier alles schon mal. Das und das. Und insgesamt, ja gut. Die Taucherflasche reicht noch ein bisschen. Ja, ich bin im Wasser und werde instant angeknabbert. Willst du mich verarschen? Ne? Du könntest aber eigentlich auch mal Seetang ernten. Du hast ja auch eine Taucherausrüstung. Nö. Du hast keine Taucherausrüstung. Warum denn? Du hast vorhin noch eine Taucherflasche in deiner Gusche gehabt. In meiner was bitte? In deiner Gusche, in deinem Mund. Hattest du vorhin noch eine eine Atemmaske? Also sag mir nicht, dass du nichts hättest. Und wenn ja, du die in eine Kiste gelegt hast, hab ich die jetzt natürlich. Und hier unter Wasser ist eine Kiste. Wow. Ich weiß nicht, brauchen wir noch Erze?
Ja, Eisen auf jeden Fall. Dann und Schrott. Kriegst du deine Taucherflasche gleich wieder. Denn hier gibt's mehr als genug Erze unter Wasser. Und warum kriegst du dann wieder? Ich muss mir ja sowieso noch eine bauen. Ist der Ofen immer noch besetzt oder? Kann ja, ich nee, nee, ich brauche noch insgesamt 4 Glibber. Also ich muss noch einmal dort jeweils jeden benutzen. Hast du da Seetang irgendwo? Ich habe Seetang im Gepäck, ich brauche aber den Glibber. Ja, toll, dann bring den Seetang wieder her. Ich bin da schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. So, und wo hast du jetzt den Clipper, der hier drin war, hingemacht? In die Kiste, in die du gesagt hast. So, dann kann ich hier deine Tauchermaske reinmachen. Kannst du behalten? Nö, du kannst auch unter Wasser farmen, Darko. Ich mach das nicht nur. Wir haben hier super Aufgabenteilung, Ike. Außerdem, ich hab mehr genug zu tun. Ich mach das trotzdem nicht alles alleine. Kannst du vergessen. Hey, du bist doch immer unterirdisch, unter Wasser gewesen. Ja, weil sich ja sonst keiner dahin traut. Du bist ja auch. Die erste Zeit, auch heute noch, wo die Folge, keine Ahnung wie was online ist, bin nur ich immer am Tauchen. Immer ich. Und dann, seit Nico da war, seit wir ordentlich mit den Feldern zu tun haben, haben wir halt gewechselt. Ja, aber trotzdem, wir sind jetzt zu zweit. Ich gehe da nie immer die ganze Zeit alleine runter und lass mich von dem anknabbern. Weißt du, was ich an Essen verballer die ganze Zeit? Ja, ja, ich weiß es. Was glaubst du, warum ich es immer nachmache? Das ist auch nicht mal eben so. Ich gehe trotzdem nicht die ganze Zeit alleine runter, dann boykottiere ich. Da bin ich dann eiskalt. Ja, aber was soll ich da? Ich hab nix. Ich hab nicht mal mehr einen Haken. Warum auch? Willst du mich verarschen? Hier sind 2 Haken drinne. Da sind 2 Haken drinne. Wo denn überhaupt? Hier hinten, der wurde von dem Fernglas rausgeholt hast! Boah, Darko! Du bringst mich doch ins Grab, ganz ehrlich! Da ist ein Hai, da gehe ich nicht rein. Ja, ich gehe gleich immer auf die andere Seite. Boah, Darko! Was? Ich habe doch auch irgendwann mal die Schnauze voll, 24-7 unter Tag unter Wasser zu sein. Du warst heute einmal unter Wasser. Einmal. Ja, und dafür die letzten 450 Folgen immer. Das ist meine 4. Folge und in der 4. Folge von dem. Ich rede nicht von heute, ich rede von allen. Also von allen, weiß ich nicht wie viele Folgen, war ich in jeder Folge unter Wasser. Ja, klar. Also könnte ich sagen. Ich gerne dafür immer unter Wasser war. Ich war von Folge 1 an bis zu dieser Folge, die gerade aufgenommen wird, dauerhaft jedes Mal unter Wasser. Eigentlich müsste ich sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nicht mehr unter Wasser. Ja, aber ich habe ja die ganze Zeit immer vorher gemacht. Außerdem sind hier deine Pufferfische. Ernsthaft, du bist bei mir? Wow, wow. Naja, hier unten sind ja auch überall Erze. Ich bin hier nur, um Seetang zu angeln, farmen. Da denkt er schon wieder nur an sich, obwohl er die Sachen... Nein, weil wir beide den Seetang benötigen für Taucherausrüstung. Ja, aber ich bin doch kein Taucher, Mann. Doch. Ich brauche die ja nicht mal. Doch. Du wirst jetzt, wenn du jetzt Erze brauchst, wirst du tauchen müssen. Ich denk dabei an dich hauptsächlich. Ich habe noch genug Erze. Also nehme ich Schmelze ja die ganze Zeit schon immer für dich. Ja, ich brauche momentan keine Erze, ich habe alles. Ja, momentan, man sorgt doch vor. Und du bist einer, der immer vorsorgt. Und auf einmal willst du mir weismachen, nö. Und Seetang braucht man nicht zum Vorsorgen? Ja, weil da hast du ja überschaubare Rezepte. Und das ist einfach nur wirklich für Taucherausrüstung und für sonstigen Zusatzkram. Ey, Darko, hör auf dich rauszureden. Du wirst in jeder Folge mindestens 10 Minuten unter Wasser sein. Nikonato spielt Draft. Ne, spielt Warface. Ja. Das hat sich erledigt, dann machen wir das Ding jetzt ohne ihn. Wenn er sich nicht mal meldet.
Selbst Justin findet die Zeit, um wenigstens mal auf eine Nachricht zu antworten. Sehe ich nämlich gerade im Discord. Wenn Nico einmal nicht die Zeit findet, ja, auf eine Nachricht zu antworten, dann war's das, dann ist er raus aus dem Projekt. Fuck, ich bin gleich tot. Und das sage ich auch jetzt hier so offen in der Aufnahme und das lasse ich auch drinnen, das kann ich nicht raus. Weil sowas finde ich richtig scheiße. Erst zusagen und dann nicht mal eine Absage machen, obwohl man ihn vorher noch angeschrieben hat. Nee, also... Ich appelliere immer an den guten Menschenverstand, aber manche zeigen sich immer von einer ganz anderen Seite. Warum krieg ich die Nachricht jetzt schon wieder, spielt Warface? Weil das bestimmt gestartet und nochmal beendet hat wegen irgendwas. Bei mir jetzt gerade geleckt. Ist dein PC schon wieder heiß? Ein bisschen warm. Lol, das war gerade ein krasser Leck. Ich hab Videobeweis. Vielleicht deswegen. Was ist das? Hast du hier unter Wasser eine Kiste gefunden? Nee. In so einer Art Stein, Aussichtspunkt, Höhlen, Plattform, Dings? Nix, gar nix. Okay. Das ist ja außerdem weitergegangen als ich. Ich schwung gerade um die Insel rum und fahre mir nur Seetang. Nix anderes. Warum nimmst du nicht einfach das von unserer Base? Dort ist kein Strand, da war ich doch schon unter Wasser gucken. Also. Sonst hätte ich das ja abgefahren. Aber ich bin jetzt eben um die Insel rum und habe 30 Seetang im Gepäck. Ich müsste für dich eigentlich extra immer Öfen bauen. Nur für Seetang. Du, ganz ehrlich, wir können gerne irgendwo noch zwei Öfen hinstellen. Da baue ich halt irgendwo noch was dran ans Boot. Na, das lohnt sich nicht. Das war jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber... Aber dann können wir auch mehr... Ike, können wir uns mal für eine Kiste entscheiden, welche von den beiden kommt Schrott? Wir haben irgendwie einen beiden Schrott. Warte, kann ich dir gleich sagen? Ich brauche ganz kurz Plaste. Was brauche ich noch für eine Kiste? Willst du jetzt ernsthaft deswegen noch eine eigene Kiste bauen? Nee, ich brauche zu viele Ressourcen. Allein brauchst du viele Ressourcen. Was? Hier die Standard-Erzkiste. Da ist immer mehr Platz drin, weil du ja eh durchbrennst. Mhm. Oh, ich brauche Holz. What the fuck? So, jetzt haben wir 40 Seetang, das muss erstmal reichen. Aber eigentlich könnten. Der Schmelzofen hier muss ja dann später sowieso verschwinden. War das der? Oder war das. Ne, der hier. Weil da hinten ist Anschluss für eine Pipeline. Entspann dich. Bis wir so eine Pipeline haben, vergehen. Ich sag's nur, das heißt, wir werden dann wohl hier hinten doch nochmal anbauen müssen. Kann ja auch gut und gerne der Fall sein. Und dann kann ich ja hier nochmal eine Treppe hochbauen zu deiner Küche. Ja, ich hab da. Oh, jetzt kriege ich gerade so richtig schöne Ideen im Kopf. Oh, wir brauchen noch mehr Eisen, Darko. Gehst du nochmal unter Wasser? Nö. Ich mach ich gleich, wenn ich die Bäume gepflanzt. Nee, das können wir dann bei der nächsten Insel machen. Ich werde jetzt in den nächsten 3-4 Folgen nicht versuchen anzubauen. Ne, weil dann. Nein, ich hab Salz. Hä? Ich hab Salzwasser gesoffen und der Wasserding stinkt bei mir ernsthaft. Ist doch nicht schlimm. Esse ich noch eine Kokosnuss hinterher. Oder eine zweite und eine dritte. Ich
Wie weit sind wir? 14, 15 Minuten. Ich kann ja schon mal losfahren. So. Oder? Fehlt dir noch was auf der Insel? Nö, also ich bin rundum zufrieden mit der Insel gerade. Müssen. Guck erst mal, wo da der nächste Punkt ist. Yep, hab ich schon alles. Okay, dann. Wo fahren wir an der Insel vorbei? Links oder. Rechts. Nee, rechts oder rechts? Rechts, schräg geradeaus. Okay, ich lichte Anker. Ich starte den anderen Motor als erstes, damit wir uns schneller drehen. Ich starte Motor 2. Ich frage mich, wie das aussieht, wenn man die Motoren mittig von dem Boot platziert, weißt du? So wie wir den Anker haben. Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt? Ja, ja. Das müsste normalerweise gehen. Ich glaube, halt so hat man dann die beste Steuerkraft. Wenn es realistisch ist. Oh. Ah, stopp, stopp, Wasser, Wasser, Eik, über Bord, Hilfe, Eik, nicht. Eik, angeknabbert. Scheiße. Jetzt, ich bin drauf. Alter, was war das? Oh, Hilfe, ey. Mann, 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 ey, was passiert nur mit mir? Lol, vor meinen Augen ist gerade neuer Loot am Wasser gespawnt. Fahrt eine rote Rübe. sehe ich irgendwo was? Ja, links, nee, rechts wäre eine Insel, aber da müssen wir um 90 Grad einschlagen. Ich denke mal nicht, dass wir die nehmen. Raft, links ist Raft. Ja, machst du den Motor aus? Ich bin im Wasser. Ja, ich schaff mal das bis dahin. Nee, tu mal ein bisschen links einschlagen. Ja, mach ich. Allein tu mal ein bisschen links einschlagen und dann mach selbst. Geht sogar noch ein Stück. Jetzt müsstest du es auch sehen. Ich hab schon die ganze Zeit gesehen. Boah, der Sonnenuntergang sieht ja mal geil aus. Ist ja voll pink. Holy. Sind wir hier wirklich noch auf einem Männerfloß? Warte, du bist ja eine Frau. Ey. Ja, ist doch so dein Charakter, ist eine Frau? Ja, weil ich nicht wusste, dass man so umstellen kann. Darko, man konnte es umstellen. Wie machen wir das? Willst du raufspringen und ich fahre einfach vorbei? Du kannst doch drauf huppen. Ich stehe halt am Motor, dass ich ausschalten kann. Oder soll ich es versuchen? Oh, rechts ist da noch eine kleine Insel. Da kann man auch nochmal halten. Ich muss eigentlich, um auf unser normales Ziel wieder zu kommen, viel weiter rechts. Naja, und rechts ist eine kleine Insel. Wo ist die Kiste? Wow, Stein, Bolzen, Scharnier und Holz. Bist du drauf? Ich bin wieder drauf, ja. Bolzen, Scharnier, Schrott, Stein, Pflanze, Seil, 12 Holz immerhin. Uns hapert's am Plastik grad, ne? Also wir müssen dort anhalten und im Wasser drumherum einsammeln. Ernsthaft, uns hapert's am Plastik? Wir haben nur noch 12 Stück. Nehmen wir mal ein bisschen Plastik mit.
Musst du sagen, wenn ich den Anker raushauen soll. Ja, mach ich. Kannst. Gut. Das hier rein. Das da rein. Wir haben wirklich schon noch 14 Plastik, also. Das ist krass. Für 10 oder 40? Für 10. Es ist alles weg. Okay. Ja gut. Ich werde ganz kurz die Aufnahme jetzt hier beenden.